Fiona Erdmann im Brautkleidfieber. Wann kommt endlich ihre große Hochzeit? Fiona Erdmann ist jung, schön und bereits seit 4 Jahren glückliche Ehefrau. 2010 heiratet sie ihren Mohammed standesamtlich. Ein großes Fest soll folgen. Doch darauf wartet die einstige Dschungelkandidatin bis heute. Jetzt zeigt sie sich für einen Modeljob ausgerechnet neben Bachelor Jan Kralitschka im pompösen Brautkleid. Also das Schöne war halt wirklich mal in so ein richtig, also wahnsinnig tolles und aufwendiges Hochzeitskleid zu schlüpfen. Wow, bei diesem Thema bekommt Fiona ja richtig glänzende Augen. Wie heiratet sie denn damals privat? Ich hatte zwar ein langes Boden, langes weißes Kleid an, hatte darunter aber dicke Cowboystiefel und Strümpfe, weil wir haben im Winter, mitten im Winter, wo es alles voll lag, mit Schnee geheiratet. Und mit so langer Schleppe und sowas, das hatte ich natürlich nicht. Also Hand aufs Herz, warum wird nichts aus Ihrem Traum von einer großen Hochzeitssause? Ja, es war natürlich schon geplant, aber die Zeit ist natürlich irgendwie doch immer schneller als man selber, merkt man irgendwie. Wir planen es immer, aber... Irgendwie klappt's noch nicht. Aber wenn es dann soweit ist, wie würde Fiona ihren Erdmann am liebsten heiraten? Also natürlich wäre eine Strandhochzeit schön, aber grundsätzlich ist es eigentlich am wichtigsten, dass man irgendwie die Leute beisammen hat, die man liebt. Und das müsste doch bestimmt irgendwann einmal zu schaffen sein.